Wir machen das Gedankenspiel jetzt einfach mal ein kleines bisschen weiter. Sie haben also jetzt beim Herd Verlag die Lizenz sich geholt, haben also jetzt eine Campus-Lizenz All You Can Read erworben und möchten nun die Materialien optimal in Ihrem Unterricht mit Microsoft Teams und dem Klassennotizbuch OneNote nutzen. Im Webinar wollen wir Ihnen zeigen, wie das gelingt und dass das insbesondere für die Schülerinnen der Zugang zu den Materialien sehr, sehr unkompliziert ist und sein kann. Microsoft Teams und das Klassennotizbuch ermöglichen vielfältige Interaktionsmöglichkeiten mit den Materialien von All You Can Read, sowohl PDFs, Videos als auch mit den einzelnen Dateien. Und ich würde sagen, lassen Sie sich von den Best-Practice-Beispielen inspirieren und lernen Sie daraus resultierend die Vorteile für die SchülerInnen aus der ersten Hand kennen. Herzlich willkommen, Patrick Scheppler. Guten Abend. Du darfst gerne anfangen, ich würde mich schon wieder ausklinken. Alles klar, besten Dank, Wolfgang, für die Vorstellung meiner Person. Ich hoffe, Sie sehen die Folie, die ich da kurz zeigen möchte, wobei es wird kein Folienvortrag, sondern wie gesagt, Best Practice. Du hast es bereits ja angesprochen. Ich hoffe, Sie sind noch fit für den letzten Teil dieser Convention, denn das ist unbedingt nötig. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten nämlich ein paar Praxisbeispiele aufzeigen, wie man dieses Herd Campus-Angebot dann in die wichtigsten Microsoft 365-Tools integrieren kann. Wolfgang Neubert hat es angesprochen, es geht um Teams, es geht auch später dann noch ums Klassennotizbuch. Im Detail sieht die Agenda für die nächsten paar Minuten folgendermaßen aus. Ich möchte zuerst beginnen, mit den Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die Zugriff auf die E-Books, auf die Zusatzmaterialien für die Schüler und Schülerinnen vereinfachen kann. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich eigentlich im Unterricht mich auf den Inhalt konzentrieren will und nicht zuerst abwarten möchte, bis jeder und jede das richtige E-Book offen hat, die richtigen Materialien zusammengesucht hat. Und mit Teams habe ich da sehr viele Möglichkeiten. Ich muss einfach ein bisschen Vorarbeit als Lehrperson leisten, damit ich nachher von der Zeiteffizienz profitieren kann. Im zweiten Teil möchte ich anhand eines Beispiels, einer Word-Aufgabe aus einem E-Book von Herd Campus, möchte ich die Aufgabenverwaltung aufzeigen, denn kurz den Blick der Lehrperson und einerseits auch den Blick der Schüler und Schülerin. Ich habe nicht den Anspruch, das in, sag mal, ganz langsam aufzuzeigen und genau zu erklären. Das ist unmöglich in dieser Zeit. Aber es geht eigentlich grundsätzlich so um eine Art Demo. Wenn vielleicht auch der ein oder andere Mausklick dann ein bisschen zu schnell geht, können Sie ja dieses Video in aller Ruhe dann noch einmal später ansehen. Im dritten Teil, wenn die Zeit es dann noch zulässt, möchte ich noch einen Blick aufs Klassennotizbuch werfen und Ihnen auch dort ein Beispiel zeigen, wie man diese E-Books und Aufgaben optimal mit OneNote und dem Klassennotizbuch, wie gesagt, nutzen kann. Das Klassennotizbuch grundsätzlich bietet uns natürlich dann als Lehrperson eine riesengroße Methodenvielfalt. Legen wir gleich los. Ich möchte zuerst noch einen kurzen Hinweis mitgeben, den ich eigentlich auch den Schülern und Schülerinnen in meinem Unterricht immer vorab gebe. Ich muss vielleicht noch zuerst dazu sagen, wieso jetzt da kommt da mit Word und später dann auch noch Excel. Ich selber unterrichte Informatik an einer Kantonsschule, das ist ein Gymnasium und an einer Berufsfachschule. Und dementsprechend ist natürlich das ein, oder sind diese Themen Word und Excel für mich Alltag und dementsprechend auch immer dort ein Beispiel rausgenommen. Also wie gesagt, wenn ich neue Schüler und Schülerinnen bei mir beginnen, sage ich Ihnen immer, bitte legt diese PDFs, die ihr dann herunterlädt, legt die direkt in eurem OneDrive ab. Damit haben Sie sie jederzeit zur Verfügung und vor allem, auf das komme ich dann heute etwas weniger auf zurück, weil aus zeitlichen Gründen, vor allem können Sie dann auch Markierungen und Kommentare eintragen, direkt in die PDFs und haben die dann auf allen Ihren Geräten synchron, so dass eigentlich auch hier nicht lange gesucht werden muss oder auch wenn man einen Computer abstürzt oder nicht mehr funktioniert, dass da eben dann keine Daten verloren sind. Das so ein erster Hinweis, das hat mit Teams und Klassennotizbuch natürlich gar nichts zu tun, aber eben auch mit Microsoft. Ein ganz kleiner wichtiger Tipp dann auch für die Schüler und Schülerinnen.
Ich möchte nun anhand von 4 Beispielen, die ich da rausgepickt habe, Ihnen mal zeigen, wie Sie die verschiedenen Herdmaterialien für die Schüler und Schülerinnen bereitstellen können in Teams. Ich zeige Ihnen kurz zuerst die Folien und werde dann nachher Schritt für Schritt die einzelnen Teile zeigen. Für mich der erste wichtige Punkt: Ich möchte, dass die Lernenden und die Schüler und Schülerinnen sofort am richtigen Ort sind, das richtige Buch zur Verfügung haben, wenn es dann losgeht mit dem Unterricht. Dazu werde ich die Campus-Webseite bzw. ganz explizit die Webseite mit dem Buch und den Zusatzmaterialien gerade als Link den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung stellen. Wobei ein Link, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich möchte es eigentlich lieber, dass Sie in Teams direkt eine Registerkarte anklicken können. Sie sehen das hier beispielsweise. Und dann muss diese Seite sofort geöffnet werden. Das werden wir gleich ansehen, wie einfach das gelöst werden kann. In einem zweiten Teil oder einem zweiten Punkt möchte ich aufzeigen, wie man Videos, die ja HERT zu vielen Büchern zur Verfügung stellt, wir haben es vorhin auch gehört, wie man diese Videos einbinden kann, und zwar auch wieder direkt in Teams. Da gibt es ein paar Vorteile, wenn man das direkt in Teams einbindet, so wie YouTube-Videos, als wenn man sie einfach zur Verfügung stellt nach dem Motto, geht mal auf YouTube, sucht euch mal dieses Video und schaut euch das an. Im dritten Part geht es dann um Dateien, vielfältige Dateien, hier in diesem Fall um Übungs- und Lösungsdateien, die zu den HERT-Büchern ja auch immer mitgeliefert werden. Und die möchte ich gerne den Schülern und Schülerinnen so bereitstellen, dass sie jederzeit auf diese Zugriff haben. Auch so, dass niemand die Ausrede bringen kann, ich habe die Datei nicht gefunden oder ich habe sie gelöscht oder was auch immer. Solche Ausreden gibt es zum Glück bei mir im Unterricht nicht mehr, weil ich die Dateien immer in den Kursmaterialienordner ablege. Das werde ich nachher gleich zeigen. Und last but not least, eigentlich etwas eher für die Lehrpersonen. Gerade wenn man als Lehrperson oder wenn zwei Lehrpersonen in einer Klasse unterrichtet, dann gibt es die Möglichkeit, in einem sogenannten Kurs oder einem, ja, Kurs oder ganz normalen Team auch einen privaten Kanal anzulegen, in dem man dann diverse Dateien auch als Lehrperson ablegen kann und unter Umständen beispielsweise auch für die Kollegin oder den Kollegen etwas markieren kann, etwas ergänzen kann, aber dass eben nur die Lehrpersonen das sehen. Diese vier Teile Varianten in Teams, die möchte ich jetzt gerne aber gleich live aufzeigen. Ich beginne gleich mit dem entsprechenden Buch. Gehen wir mal davon aus, ich habe mit meinen Schülern und Schülerinnen das Thema Textverarbeitung, Word, und mache mit ihnen zusammen die ECDL-Zertifikatsprüfung und habe ausgewählt aus den vielen Büchern, die vorhin angesprochen wurden, aus diesem riesigen Fundus, habe ich ausgewählt das Buch ECDL-Textverarbeitung als Grundlage. Diese Seite, die Sie jetzt hier sehen, die möchte ich jetzt gerne in Teams bereitstellen. Und zwar mache ich das sehr, sehr einfach. Ich kopiere mir den Link, den ich da zur Verfügung habe, und wechsle nun mal in dieses Team der Klasse. Das Team heißt HERT Convention. Es ist ein Team, das verschiedene Kanäle hat. Sie sehen das hier schon bereits. Und ich möchte jetzt mal in diesen Kanal Textverarbeitung gehen. Ich gehe jetzt heute nicht weiter auf Kanäle und Registerkarten alles ein. Das reicht zeitlich nicht, aber ich denke, dass viele das schon mal gesehen haben. Ich gehe also in den Kanal Textverarbeitung und kann nun über die Registerkarten oben rechts das Pluszeichen anwählen und kann aus einer riesigen Auswahl an verschiedenen Apps, die in Teams zur Verfügung stehen, die Website-App aufrufen. Ich wähle die mal aus. Ich kann der Registerkarte einen beliebigen Namen geben. Das macht hier natürlich sicher Sinn, wenn ich schreibe, es geht hier um das E-Book zu Word. Der Link, den setzen wir hier unten ein. Und so geht es mit Speichern los und wir können das soweit ablegen. Solange die Schüler und Schülerinnen in einem Netzwerk sind, auf das Sie dann auch auf diese HERT Campus Unterlagen Zugriff haben. Solange das gilt, sehen Sie hier direkt in Teams, wie ich oder auch die Schülerinnen dann diese Seite aufrufen können.
Falls das nicht möglich ist oder weil Sie vielleicht zu Hause sind und dort entsprechend diese Seite dann oder nicht keinen Zugriff haben, dann würde einfach die Information kommen, dass Sie nicht im entsprechenden Netzwerk sind. Aber die Webseite wird dementsprechend trotzdem funktionieren. Also mit dieser einfachen Art und Weise habe ich eigentlich ziemlich schnell einen Zugriff erstellt für meine Schüler und Schülerinnen, von dem aus sie eigentlich schon alle Informationen abholen können. Aber es geht, wie gesagt, noch ein bisschen einfacher. Ich kann da noch mehr Unterstützung für die Schüler und Schülerinnen bieten. Schauen wir uns mal eine zweite Variante an, und zwar diese mit den Lernvideos. Ich habe da schon mal kurz was vorbereitet, damit Sie sehen, um was es eigentlich geht. Im Bereich Textverarbeitung, nehmen wir mal an, geht es zurzeit gerade um das Thema Aufzählungen erstellen. Ich habe dementsprechend im Kanal Textverarbeitung eine Registerkarte mit einem YouTube-Video, und zwar dem YouTube-Videos, das aus den Lernvideos erstellt wird, kommt. Ein YouTube-Video bereits eingebunden. Ich kann also hier und die Schülerin natürlich auch auf Aufzählungen klicken und sofort geht genau das Video auf, und zwar in Großformat, wie man das hier sieht, das ich eben den Schülerinnen zur Verfügung stellen möchte. Riesenvorteil, wenn man es über Teams macht, es gibt keine Werbung. Sämtliche Werbung wird ausgeschaltet, wobei jetzt in diesem Fall bei HERT keine Werbung eingeblendet werden würde, aber auch ansonsten bei allen anderen YouTube-Videos. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, zum Schluss des Videos kommen dann nicht noch irgendwie 15 verschiedene Vorschläge, was man jetzt noch ansehen könnte, sondern es geht genau um das Video und nichts anderes. Und das bringt natürlich auch einen sehr guten Fokus für die Schüler und Schülerinnen, damit sie sich auf dieses Video konzentrieren und auf nicht was anderes. Ich habe das auch kurz vorbereitet, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie vorhin. Ich habe mir das YouTube-Video, den Link, bereits schon mal vorkopiert, damit ich das Ihnen schneller zeigen kann. Das ist ein ganz normaler URL, also ein ganz normaler Link, den ich aus der YouTube-Seite abgeholt habe. Und kann nun hier über das Pluszeichen wieder eine neue Registerkarte einfügen, in diesem Fall ein YouTube-Video. Und weil ich den Link schon habe, kann ich ihn einfach hier oben einfügen. Ich möchte aber ganz klar auch sagen, dass Sie sehen es hier, man kann auch suchen nach einem bestimmten Video. Das geht einen kurzen Moment, manchmal muss ich da sogar noch auf die Suche klicken, nicht immer nötig. Das Video ist hier, ich kann es auswählen, mit Speichern, dann hinterlegen und schon habe ich eine weitere Registerkarte erstellt mit diesen, in diesem Fall Tipps zu Absatzabständen. Best Practice heißt für mich, dass ich sicher den Text hier oben der Registerkarte nicht so belasse, sondern dass ich den mit der rechten Maustaste noch kurz umbenenne und daraus zum Beispiel einfach Videoabsatzabstände definiere. Kurze, knappe Registerkartenbenennungen, das macht sicher hier Sinn. Schüler und Schülerinnen und natürlich ich auch, kann jetzt nun das Video sofort direkt aus Teams ansehen. Eine dritte Möglichkeit, beziehungsweise eine dritte Möglichkeit, den Schülern und Schülerinnen Informationen schneller und einfacher zur Verfügung zu stellen, das sind die Dateien, die ja zu den Übungen, die es zu den Übungen gibt, die es aber auch zu den Buchbeispielen gibt. Ich möchte das ganz kurz noch einmal auf der Website zeigen. Es geht hier um Beispieldateien zum Beispiel zu den Büchern, es geht um Übungs- und Ergebnisdateien und so weiter und so fort. Diese Informationen, die lege ich den Schülerinnen und Schülern eigentlich immer direkt, die lade ich herunter vorab und bereite die gleich den Schülern und Schülerinnen vor. Weil sonst muss ich wieder warten, bis alle das heruntergeladen haben, bis sie die richtigen gefunden haben und so weiter und so fort. Ich habe da auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich nehme nur bestimmte Übungsdateien raus für den Unterricht, für die nächste Sequenz beispielsweise und stelle die zur Verfügung. Wie mache ich das? Ich habe jetzt zuerst mal diese Dateien heruntergeladen, das zeige ich selbstverständlich nicht, das wissen wir alle, wie das geht. Gehe jetzt aber in den Kanal allgemein dieses Kursteams und ich finde in jedem Kanal eine Dateiablage. Nur im Kanal allgemein ist es ein bisschen speziell. Da gibt es noch einen speziellen Ordner namens Kursmaterialien. Wieso ist der speziell?
weil wir als Lehrpersonen vollständigen Zugriff haben. Wir können schreiben, löschen, einfügen, alles Mögliche. Die Schüler und Schülerinnen aber, die haben nur Leserechte. Das heißt, die können nur abholen. Und das gibt mir die Möglichkeit, Dateien abzulegen, auf denen sie nicht arbeiten sollen, aber die immer zur Verfügung stehen. Da kann mir also niemand, wie gesagt, löschen. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, da habe ich auch die Ausreden, die es halt immer wieder mal gibt. Ich finde die Informationen nicht, die kenne ich, die habe ich dann nicht. Ich gehe jetzt mal in den Ordner Tabellenkalkulation, weil dort habe ich noch nichts abgelegt. Und ich möchte aus einem anderen Buch, nicht aus dem Wörterbuch, aber aus einem anderen Buch, möchte ich jetzt diese Übungs- und Lösungsdateien hochladen. Und diejenigen, die Teams bereits kennen, die wissen genau, wie das geht. Wir klicken hier oben auf Hochladen, in diesem Fall jetzt auf Dateien. Ich habe die Dateien heruntergeladen und kann nun von meinem Computer aus die entsprechenden Dateien hochladen. Ich wähle die kurz aus. Es geht hier jetzt um die Tabellenkalkulation. Habe hier, wie gesagt, diese beiden Dateien bereits heruntergeladen. Die wähle ich jetzt nun beide gleich aus und lasse mir die in den Kursmaterialienordner hochladen. Sobald die oben sind, haben die Schüler und Schülerinnen sofort Zugriff. Zugriff heißt jetzt in diesem Fall also, sie müssen die Dateien herunterladen. Sie können sie ja eben nicht bearbeiten, das will ich aber in diesem Fall jetzt auch nicht. Es gibt aber noch eine andere Variante, die ich ganz kurz einschieben möchte. Nehmen wir mal an, Sie möchten, dass die Schüler und Schülerinnen zusammen, gemeinsam an einem Word-Dokument arbeiten oder einem PDF-Dokument arbeiten. Dann würde ich allerdings anders vorgehen. Dann würde ich beispielsweise direkt im entsprechenden Kanal des Themas, das wir da haben, in der Registerkarte Dateien eine Datei ablegen, weil in diesem Fall haben dann alle, die in diesem Team auch drin sind, also die Schülerinnen, ich als Lehrperson, wir haben dann alle gleichzeitig das Recht, darin zu arbeiten. So ist auch die Möglichkeit gegeben, kollaborativ etwas zu entwickeln beispielsweise. Ja, und den vierten Teil, den ich noch zeigen wollte, das ist eigentlich kurzum nur eine kleine Idee, das mache ich sehr kurz. Es geht darum, dass ich hier in einem Kursteam bin, in dem grundsätzlich sämtliche Schüler und Schülerinnen Zugriff auf mehr oder weniger alles haben. Als Lehrperson habe ich aber noch gerne so einen Kanal für mich selber, wo ich bereits Informationen ablege, die nur für mich interessant sind oder die ich vielleicht auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen austauschen möchte. Dazu habe ich mir einen privaten Kanal angelegt. Ich klicke dort mal rein. Diesen privaten Kanal, den sehen die Schüler und Schülerinnen nicht. Das heißt, sie sehen weder ein Schlosssymbol noch den Kanalnamen selber. Das ist, sage ich immer, psychologisch sehr gut. Sonst hat man immer das Gefühl, man ist da irgendwie ausgeschlossen als Schüler und Schülerin. Jetzt in diesem Fall möchte ich kurz eine Idee, ein Szenario zeigen. Es ist so, dass die Patty, ich bin im Moment als Patty da eingeloggt, als Lehrperson, die hat eine Kollegin, die heißt Cara. Und mit Cara hat sie eine der Herdunterlagen geteilt. Wieso? Weil sie haben dort bestimmte Kommentare noch eingetragen, zum Beispiel, welche Themen sie nicht erarbeiten möchten oder bestimmte wichtige Informationen, die man eben unbedingt ansehen möchte. Patty hat diese Datei hier hochgeladen in die Dateiablage dieses Kanals. Sie sehen da beide Dateien. Und das möchte ich ganz kurz schnell aufzeigen, die Datei, die im Moment aktuell ist, die im Moment wichtig ist, das wäre die Word-Unterlage, hat sie wieder als Registerkarte eingebunden. Auch das ist sehr einfach möglich. Ich zeige nur den zwei ersten Klicks, damit Sie wissen, wie man etwas startet. In diesem Fall gehe ich wieder auf das Pluszeichen und Sie sehen, ich kann auch eine PDF-Datei, eine beliebige PDF-Datei verlinken. Das heißt, verlinken ist eigentlich das falsche Wort. Die Datei muss schon in Teams vorhanden sein, sie wird dann aber direkt sofort angezeigt. Und in diesem Dokument kann ich jetzt eben mit der Kollegin Markierungen anbringen, allerdings nicht direkt aus Teams, aber wenn ich das in einem Adobe-Produkt oder sonst in einem PDF-Programm öffne, in dem ich markieren und kommentieren kann, dann kann ich das Dokument hier ablegen und wir beide haben Zugriff darauf. Das so zu meinem ersten Teil. Hier ging es jetzt mal darum, wie bringe ich Informationen für die Schüler und Schülerinnen am einfachsten ins Team rein, damit sie schnell Zugriff haben und einerseits auch für die Lehrperson. Wechseln wir zum zweiten Teil.
Weil was wir jetzt natürlich gesehen haben, ist eigentlich noch ziemlich eine 1 zu, oder wie soll ich sagen, eine Einwegkommunikation mit den Schülern und Schülerinnen. Ich habe was bereitgelegt, sie können was abholen, sie können was anschauen. Aber so richtig Zusammenarbeit, sag ich mal, oder die Möglichkeit von Teams auszunutzen, dass sie eben eine Aufgabe auch wirklich lösen, also ein Aufgabenblatt, das vielleicht aus der Herd-Unterlage kommt, das habe ich jetzt noch nicht zeigen können. Und das mache ich gleich in den nächsten paar Minuten. Um was geht es hier? Diese Folie möchte ich nicht von A bis Z durchgehen, aber trotzdem, dass Sie schnell die Idee haben, was Teams uns liefert. Teams hat eine vollständige Aufgabenverwaltung inkludiert. Das heißt, ich kann von Materialzusammenstellung, das ich eigentlich grundsätzlich dank HERD, den HERD-Unterlagen natürlich schon ein bisschen gemacht habe, weil ich habe Übungsdateien, ich habe Lösungsdateien und ich habe Aufgabenblätter, die ich nutzen kann. Wenn ich also mit diesen Aufgaben eine Aufgabe erstelle in Teams, kann ich diese zuweisen, das werden wir gleich sehen. Die Schüler lösen diese Aufgabe, so hoffe ich doch. Sie geben sie alle in Teams ab, alles direkt in Teams. Ich kann sie kontrollieren, ich kann sie korrigieren, ich kann ihnen Feedback geben, ganz, ganz wichtig, Feedbacks sind zwingend, und die Aufgabe dann wieder zurückgeben. Entweder damit die Schüler und Schülerinnen diese ansehen und sehen, was sie falsch oder richtig gemacht haben, oder sogar mit der Variante, dass die ganze Schlaufe nochmals gemacht wird und sie nochmals eine zweite Version abliefern müssen. Jetzt wollen wir das aber gleich live sehen. Und ich gehe dazu wieder ins Teams und muss noch vorab etwas muss noch vorab informieren. Ich habe noch eine Schülerin noch eingeladen, dieses Teams. Das ist die Ansicht der Schülerin. Die Schülerin heißt Adele. Sie ist da ganz oben rechts, wenn ich da kurz anklicke. Diese Adele wird also jetzt dann gleich von mir eine Aufgabe zugewiesen erhalten. Und wir schauen uns mal ganz kurz, in wirklich schnellen Demo, wie das Ganze dann abläuft von A bis Z. Ich messe jetzt wieder den Sicht zurück zu der Lehrperson. Und ich möchte gern Folgendes machen. Ich habe eine Übungsdatei bereitgestellt. Die Übungsdatei, die habe ich entweder in OneDrive abgelegt oder ich habe sie eben wieder auf meinem Computer abgelegt. Es geht hier um, Entschuldigung, falscher Ordner, es geht um eine Aufgabe, wo es um Schrauben geht. Also es geht natürlich nicht direkt um die Schrauben, sondern es geht darum, dass man in diesem Dokument, der Übungsdatei Schrauben, eine Aufgabe löst. Nehmen wir mal an, diese Aufgabe ist auf der Seite 20 des E-Books abgelegt. Und dort steht dann auch eben, welche Dateien man braucht. Und diese Datei möchte ich jetzt gerne den Schülerinnen zur Verfügung stellen, möchte dann aber, dass sie diese Datei bearbeiten und ich dann auch das Ergebnis sehe. Wie gehen wir vor? Ich starte im Kanal Allgemein meines Kursteams und wechsle zu der Aufgabenverwaltung. Wie gesagt, ich klicke da jetzt recht schnell durch und erläutere auch nicht alle Details, sondern ganz grundsätzlich einfach das Allerwichtigste. Ich beginne mit einer Aufgabe, gebe dieser Aufgabe logischerweise einen Titel. Aus zeitlichen Gründen lasse ich das jetzt auch mal ganz, also ohne großen didaktischen Mehrwert, sage ich mal. Das ist Aufgabe 2. Die Anweisung, die kann ich jetzt sehr kurz machen, kann sagen, die Aufgabe finden Sie im Buch auf Seite 20. Das soll eigentlich schon reichen. Jetzt möchte ich aber den Schülern und Schülerinnen die Aufgabendatei zur Verfügung stellen, eben diese Übungsdatei. Ich klicke hier auf Ressourcen hinzufügen und habe nun vielfältige Möglichkeiten, auf diese Datei zuzugreifen. Wir sehen einerseits aus dem OneDrive, das macht eigentlich am meisten Sinn, wenn wir es als Lehrperson so lösen, oder dass ich von diesem Gerät diese Datei hochlade. Soweit ich weiß, habe ich diese Datei auch abgelegt in meinem OneDrive. Wir schauen das mal kurz an unter Textverarbeitung. Hier ist die Übungsdatei, die hole ich mir, füge die der Aufgabe hinzu und muss jetzt noch, finde ich jetzt übrigens Klammermerkung nicht so gut, dass es noch nicht gelöst wurde, es sollte nämlich schon länger gelöst sein. Ich muss nämlich noch etwas umstellen. Die Schüler können zurzeit die Datei nicht bearbeiten, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ich möchte nämlich, dass sie die ja bearbeiten, und zwar nicht meine Datei, sondern eine Kopie dieser Datei.
Dementsprechend muss ich das kurz umstellen. Punkte kann man eingeben. Wer soll diese Aufgabe lösen? Das lasse ich alles heute frei und das sieht uns für den Moment nicht. Ein Fälligkeitsdatum, alles ist möglich. Ich möchte einfach jetzt die Aufgabe, weil es einen Zusammenhang mit der Textverarbeitung hat, mit dem Kanal Textverarbeitung, wähle ich hier noch den Kanal entsprechend aus. Das entspricht übrigens diesen Kanälen, die Sie hier sehen. So, minimalistisch, aber das reicht eigentlich. Ich weise die Aufgabe nun zu. Das heißt, alle Schüler und Schülerinnen in diesem Team werden diese Aufgabe nun in ein paar wenigen Sekunden zur Verfügung haben und diese ausfüllen können. Jetzt diese Zuweisung, das geht manchmal 10 Sekunden, manchmal 20. Ich habe es ehrlich gesagt letztens sogar mal erlebt, dass es 10 Minuten gegangen ist, aber absolute Ausnahme. Und da wir heute nicht 10 Minuten Zeit haben zu zusehen oder einfach nicht so lange Zeit haben, habe ich natürlich diese Aufgabe schon ein bisschen vorbereitet. Und ich wechsle jetzt in die Sicht von Adele. Und die Adele hat jetzt eigentlich die letzte Aufgabe, die ich bereitgestellt habe, schon gemacht. Aber verstehen Sie mich richtig, das ist eigentlich dieselbe Aufgabe oder die gleiche Idee eigentlich dahinter, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Was macht jetzt Adele? Nehmen wir mal an, Adele sieht die Aufgabe das erste Mal. Sie bekommt eben eine Information, wie sie wie sie diese Datei lösen muss. Sie hat die Möglichkeit, die Übungsdatei zu öffnen, die zu bearbeiten. Das möchte ich jetzt gleich mal schnell zeigen, weil das macht sie nämlich alles in Teams. Solange wir nicht spezielle Funktionen brauchen aus Word, können wir eigentlich sehr vieles direkt in der Word-Online-Variante lösen. Jetzt in diesem Fall eben in der Teams-Variante. Nehmen wir an, aus irgendeinem Grund muss ich da irgendwie dieses Bildchen verkleinern und vielleicht noch einen Text daneben einfügen. Irgendwas so in diese Richtung. Und das wäre jetzt die Aufgabe gewesen. Adele sagt sich, ich bin fertig, ich will diese Aufgabe abgeben. Sie klickt eigentlich nur noch auf Schließen, weil die Datei wird dauernd immer gesichert. Und das ist übrigens eine Datei, das ist ihre persönliche Übungsdatei. Wie gesagt, wird immer gesichert, das heißt, sie kann sie problemlos einfach schließen und kann die Datei abgeben oder in diesem Fall jetzt, weil sie es schon mal gemacht hat, erneut abgeben. Für mich als Lehrperson bedeutet das, dass ich nun wieder Zugriff habe auf ihre abgegebene Datei. Und das können wir ganz kurz nachsehen in Teams. Ich bin jetzt wieder in der Lehreransicht und gehe kurz auf diese Aufgabe, die ich eben, wie gesagt, letzthin gemacht habe. Und jetzt, wie es so schön ist, zwischendurch verlässt mich da logischerweise bei, wenn man etwas live zeigen möchte. So, jetzt sieht es wieder besser aus. Das ist diese Aufgabe, Übungsaufgabe Schrauben, die ich letztlich gemacht habe. Ich sehe, dass alle die Aufgabe gelöst haben, sie eingereicht haben. Und ich als Lehrperson habe jetzt die Möglichkeit, direkt die Schülerinnen und Schülerinnen ihre Datei anzusehen, und zwar auch wieder in Teams, ohne dass ich irgendwie Word oder so öffnen muss. Ich kann das direkt hier machen. Ich sehe hier auch den Text, den ich vorhin eingegeben habe. Das Bild ist etwas kleiner. Ich kann jetzt Adele hier natürlich einen Kommentar eintragen, wie wir das kennen von Word. Oder aber ich kann jetzt ihr hier das nächste Feedback geben und sagen, jetzt passt's, alles tipptopp. Und gebe ihr dann mit zurückgeben dieses Feedback auch wieder zurück, dass sie das lesen kann. Und so kann ich jetzt eigentlich durch alle meine Schüler und Schülerinnen durchklicken, wenn ich mehrere hätte, und so eigentlich ziemlich effizient Aufgaben korrigieren. Das geht selbstverständlich mit Word, Excel-Dateien, das geht mit PDFs, das geht aber auch mit ganz anderen Dateien. Zum Schluss noch kurz, wir sehen es hier, ich habe immer auch eine Kontrolle, habe ich was schon gemacht, habe ich eben zurückgegeben, was muss ich eigentlich noch als Lehrperson noch zurückgeben? Ich habe hier aus meiner Sicht die volle Kontrolle. Gut, das wäre die Aufgabenverwaltung gewesen. Jetzt, ich habe noch kein Gong gehört, das heißt auf gut Deutsch, ich habe, glaube ich, noch ein paar Minuten, die würde ich gerne noch nutzen. Oh. Herr Schäpple, wir sind so schwer beeindruckt von dem, was Sie da präsentieren. Also ja, wie gesagt, so 2-3 Minuten haben wir noch. Alles klar. Bitte weitermachen.
Ja, ist gut, passt. Aber ich mache in dem Fall, ich mache jetzt keine Demo mehr, sondern das heißt, ich zeige einfach kurz eine Idee noch auf, aber nicht mehr mit Klicks, also mit den einzelnen Schritten. Aber E-Books im Klassennotizbuch, wenn ich schon die Zeit habe, möchte ich sehr gerne noch anzeigen, wenn ich es noch sagen kann. Und zwar geht es jetzt eigentlich um Folgendes. In sogenannten Kursteams kann man, muss man aber nicht, Klassennotizbücher einbinden. Das heißt eigentlich immer nur eines. Pro Team, pro Kursteam gibt es ein Klassennotizbuch. Ich sage grundsätzlich also von Best Practice aus immer, starten am besten mal mit Teams und mit der Aufgabenverwaltung. Und wenn man sich dann noch mit einem OneNote eingearbeitet hat, kann man sich dann noch ins Klassennotizbuch einarbeiten und das dann auch wirklich nutzen. Also es wäre also eine Illusion zu sagen, alles klar, kein Problem, das kann jeder. Schnell Klassennotizbuch eröffnen und los geht's. Aus unserer Erfahrung, wir haben doch jetzt 6 Jahre Erfahrung oder sogar noch mehr mit Klassennotizbüchern, das geht leider nicht. Ja, ich habe jetzt aber dieses Klassennotizbuch nicht hier in Teams oder will es nicht in Teams bearbeiten. Ich bin da nicht so ein Fan von Notizbüchern in Teams bearbeiten, sondern ich habe mir das gleich in der OneNote-App geöffnet. Sie sehen hier also das genau selbe Bild. Ich möchte einfach nur kurz die Idee dahinter zeigen. Wir sehen, oder ein Klassennotizbuch, so muss ich sagen, hat verschiedene Bereiche. Zwei davon möchte ich kurz erläutern. Der eine Bereich, das ist die Inhaltsbibliothek. Das ist fast wie der Kursmaterialienordner in Teams. Das heißt, alles, was ich hier ablege, können die Schüler nur lesen, nur sehen. Und ich habe für jede Schüler und Schülerin, für jede einen eigenen Abschnitt. Die Adele beispielsweise, die sieht natürlich nur ihren Abschnitt. Ich würde auch noch Abschnitte der anderen Schüler und Schülerinnen sehen. Was mir übrigens ein wirklich perfekt inklusiv, ich sage dem immer, eine wirklich inklusive Methodik oder ja, ermöglicht, weil ich sehe die Lernfortschritte der Lernenden und Schülerinnen und Schüler immer live. Das Ganze ist immer live. Und um was geht es jetzt eigentlich? Wie kann ich jetzt hier eine Aufgabe machen? Ich habe im sogenannten Abschnitt, nennt man hier, Textverarbeitung, habe ich eine Aufgabe erstellt. Und die könnte jetzt beispielsweise so aussehen. Das heißt, ich habe jetzt hier eben nicht nur die Möglichkeit, ein Dokument einzubringen. Das sieht man aber hier schon. Ich habe Übungsdateienmöglichkeiten. Ich sehe gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Diese Dateien sollten natürlich gerade umgekehrt dargestellt sein. Ging wahrscheinlich ein bisschen schnell. Ich kann aber auch gleich Lösungsdateien zur Verfügung stellen. Ich kann Hintergrundwissen zur Verfügung stellen. Und vor allem, ich kann Ausschnitte aus irgendwelchen Dokumenten hier aus einem PDF-Doc, aus diesem E-Book, PDF, Entschuldigung, aus diesem PDF, habe ich kurz einfach einen Screenshot gemacht und den hier eingefügt, damit die Schüler und Schülerinnen wissen, was sie genau jetzt erarbeiten möchten. Und man sieht vielleicht noch hier einen kleinen Tipp mit dieser Schriftart. Diese Markierung kommt natürlich nicht von Herd, sondern die habe ich dann hier kurz in Teams mit den Möglichkeiten, die ich also mit der vollständigen Möglichkeit, mit Stift zu arbeiten, über das Zeichenmenü, habe ich dann das noch formatieren können. Also ich kann beispielsweise, ich nehme schnell meinen Stift in die Hand, ich kann zum Beispiel das noch ergänzen, indem ich sage, mit dem grünen Marker, Achtung, das da unbedingt machen. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht das PDF-Dokument, das ich bearbeite, sondern es ist eigentlich nur eine Bearbeitung im Notizbuch, aber nur in Anführungszeichen, ich habe mir da viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das noch zum Schluss, diese Aufgabe, die kann ich dann auch wieder den Schüler und Schülerinnen verteilen. Das geht über Teams, ich kann es auch direkt aus dem Notizbuch machen. Und wenn wir da noch kurz einen Blick reinwerfen, die Adele hat nämlich von mir diese Aufgabe auch schon erhalten und hat jetzt ihren eigenen Bereich. Das heißt, alles, was sie hier macht, sieht nur sie und ich, niemand anders. Und so arbeite ich eigentlich normalerweise. Das heißt, ich nutze eigentlich immer das Klassen- und Kursnotizbuch in meinem Unterricht, weil ich da wirklich alle, wirklich definitiv alle Möglichkeiten habe. Und vorhin hat ja auch jemand gefragt in einem vorherigen Beitrag, ja, ist Teams oder Microsoft 365 ein LMS? Die Antwort, die kam, die sehe ich genau gleich. Nein, es ist kein LMS. Insofern fast ja nicht, muss man sagen, keine Art und Weise, aber es kommt sehr, sehr nah dran, vor allem, wie wir dann noch mit Kursnotizbüchern arbeiten können. Ich würde hiermit das Wort wieder übergeben und danke dafür. Nehmen wir. Also wie gesagt, wenn wir jetzt hier alle dazuschalten können, da gibt es, glaube ich, einen riesigen Applaus, weil das, was wir hier auch so an Feedback haben,
zitiere mal eine Aussage, ein Meister. Also wie gesagt, ich war wirklich super, super gebannt. Also Wolfgang, ich glaube, dir ging es ähnlich. Wahnsinn, wenn man es denn einfach so strukturiert in so einer kurzen Zeit mit unseren Materialien ja so gezeigt bekommt, wie das gehen kann. Schwer beeindruckt. Vielen, vielen Dank, Herr Schöppler. Vielen Dank. Geschichte. Also, auch von meiner Seite ein ganz, ganz großes Danke dir, Patrick. Ich habe es ja schon mal gesehen, ich wusste, was kommt. Aber es ist auch wirklich toll, glaube ich, vielen, vielen Lehrerinnen und Lehrern auch mal eine Perspektive geben zu können, was denn grundsätzlich möglich ist. Ja, es ist, man sitzt immer vor diesem Tool und das ist wie, ein Kollege von mir sagte das so schön, das ist wie wenn ich eine elektrische Säge nehme, mache aber dieselbe Sägebewegung wie mit der manuellen Säge. Ich habe einen Mercedes, fahre aber nur im ersten Gang. Das funktioniert nicht. Und du hast uns da ganz viele tolle Ideen gegeben, was noch möglich ist. Und auch schon allein dieses Aufgaben ausgeben und korrigieren, finde ich sensationell. Und es ist ja auch schnell auf den Weg gebracht. Das ist ja das. Wenn du die Struktur hast, wenn du deine Strukturen hast, die du uns ja, wo du uns viele Beispiele gegeben hast, vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viel Zeit wir noch für Fragen haben und welche Fragen noch 4 Minuten da haben sind. wir. Karin, Ja. hast du noch? Du hattest schon noch ein Ich paar. hab, ich bin da, ich habe es hier, ich habe es im Blick gehabt, Hast ich du? habe nebenbei geguckt. Wunderbar. Ja. Die Frage ist aber fast schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem schnell, weil sie im Chat aufgetaucht ist. Können PDFs direkt aus Teams oder dem Klassennotizbuch mit Kommentaren und Markierungen versehen werden? Leider nein, auf jeden Fall nicht direkt. Das heißt, Teams, das ist etwas, das ich noch ein bisschen schade finde. Vielleicht kommt ja noch was. Ich kann es aber, ich weiß, dass es aus technischen Gründen im Moment nicht geht. Ich kann nicht direkt ein PDF bearbeiten, sondern ich muss eigentlich dazu immer noch eine, es gibt ja kostenlose PDF-Programme zur Hilfe nehmen eigentlich. Daher habe ich sehr gerne noch dieses Klassennotizbücher, weil dort kann ich, wenn ich möchte, auch ein PDF oder einen Teil aus einem PDF direkt in eine Notizbuchseite einbinden, beziehungsweise man sagt eben auch einen Ausdruck machen in eine Notizbuchseite und kann dann dort, aber dann auch alle Möglichkeiten mit markieren, mit ergänzen und so weiter und so fort. Aber diesen Umweg muss ich dann halt gehen. Also, Better Together heißt für dich, es braucht All You Can Read den Zugang, es braucht OneNote und es braucht Teams und diese Dreier-Kombi, dann ist das durchaus möglich. Absolut. Okay, dann ist hier noch eine Frage, wo es um die Hochladenfunktion aus Teams geht. Kann man da nur Dateien und Ordner von dem lokalen Gerät in den Teamkanal bringen? Beziehungsweise kann man direkt aus dem persönlichen OneDrive in einen Kanal Dinge in ein Teams hineinkopieren? Ja, genau. Ich habe das jetzt ja gezeigt mit diesem Hochladen, als ich in die Kursmaterialienordner etwas hochgeladen habe. Ich habe das von meinem Desktop aus hochgeladen. Ja, das gibt's. Und zwar, das kennen auch nicht so viele, weil man hat so das Gefühl, ja, was ist das wohl für einen komischen Knopf da ganz links in Teams? Und zwar gibt es dort eine Schaltfläche, die heißt Dateien. Und mit dieser Schaltfläche habe ich direkt Zugriff auf mein persönliches OneDrive. Und von dort aus kann ich mit wenigen Mausklicks eine Datei irgend in ein Team, in dem ich Zugriff habe, auch kopieren oder sogar verschieben. Genau. Was ja auch toll war, der Unterschied zwischen einer Datei, die öffentlich ist und quasi nur runtergeladen werden kann. Die Leserechte von den Schülern war ja ganz toll von dir auch dargestellt. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Sachen, wo jeder Schüler mit der Aufgabenabgabe seine persönliche kriegt. Und ich habe selber in einem LMS schon Aufgaben korrigiert. Das geht dann auch wirklich schnell. Es ist ja kein Aufwand, weil man nicht permanent zwischen den Programmen hin und her springen muss. Genau. Ja, macht deine Arbeit auch leichter. Gibt Freizeit. Gibt Freizeit, ich brauche sie dann zwar wieder für anderes, aber nein, es ist schon so, es gibt Freizeit, aber ich habe dann definitiv, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Zeit wirklich für meine Schüler und Schülerinnen, vor allem für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht eben nicht so schnell unterwegs sind, die einfach ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Für die habe ich dann jetzt eigentlich wieder Zeit. Genau. Wunderbar. Patrick, ich sage vielen Dank, entlasse dich auch in den Feierabend. Danke für den tollen, inspirierenden Vortrag.